Brioche. Bei uns zur Osterzeit ein fester Bestandteil des Osterfrühstücks. Genauso wie geräucherter Lachs und der jährliche Wettkampf im Ostereiertitschen. Spitze auf Spitze, Bollen auf Bollen. Kennt ihr es auch? Dieses Video ist im Rahmen des 7. Osterprojekts 2021, das vom 21.03. bis zum 28.03.2021 läuft, entstanden. Gestern wurde der Anfang vom Kanal Jeder kocht mit drei leckeren Quiche-Varianten gemacht. Und heute? Ja, heute kommt hier mein Brioche-Rezept. Für eine große Brioche-Backform benötige ich 500 Gramm Mehl, 300 Gramm weiche Butter, 200 Milliliter lauwarme Milch, einen Würfel frische Hefe, drei Eier, einen Esslöffel Zucker, eine Prise Salz und optional etwas Schlagsahne, dazu aber am Schluss mehr. Ich beginne mit dem Vorteig. Hierfür wird die Hefe in eine kleine Schüssel gebröselt. 125 ml von den 200 ml lauwarmer Milch werden dazugegossen und der Zucker darf auch nicht fehlen. Die Zutaten verquirle ich gut mit einem Schneebesen, bis sich die Hefe und der Zucker in der warmen Milch weitestgehend aufgelöst haben. Das Mehl gebe ich in eine große Schüssel und bilde mit einem Löffel eine Mulde, in die ich die Hefelösung gieße. Jetzt nehme ich mit einer Gabel so lange kleine Mehlportionen vom Rand und verrühre sie mit der Hefelösung, bis sich ein dickflüssiger Teig in der Mitte gebildet hat. Die Schüssel decke ich mit einem Handtuch ab und stelle sie für eine halbe Stunde an einen warmen Ort. In der Zwischenzeit gebe ich die Eier, den Rest der Milch und das Salz in eine kleine Schüssel und verquirle sie mit einem Schneebesen. Das Gemisch stelle ich beiseite. Nach einer halben Stunde ist der Vorteig schon aufgegangen. Das Eigemisch schütte ich zum Vorteig. Die weiche Butter verteile ich in kleinen Portionen in der Schüssel. Mit einem Handrührgerät und Knethaken verrühre ich alles zu einem Teig. Das dauert etwa 10 Minuten. Wer eine große Küchenmaschine besitzt, kann auch diese benutzen. Das ist etwas komfortabler. Der Teig ist am Schluss klebrig und zäh. Ich bestreue ihn mit ein wenig Mehl und lasse ihn für weitere 30 Minuten ruhen. Er ist wunderbar aufgegangen. Nun gebe ich den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche, streue noch einmal etwas Mehl über ihn und knete ihn kurz und vorsichtig durch. Final trenne ich ein etwa tennisballgroßes Stück ab. Den Ofen heize ich jetzt auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor. Den großen Teigklumpen gebe ich als erstes in eine leicht gefettete Brioche-Backform. Das tennisballgroße Stück kommt als Kopf obendrauf. So ergibt sich letztendlich das typische Aussehen. Solange der Backofen vorheizt, kann die Brioche noch ein wenig aufgehen. Man kann ihr fast dabei zusehen.
Ich bestreiche die Brioche mit etwas Sahne. Das ist kein Muss, gibt ihr aber nach dem Backen eine schönere Farbe. Jetzt stelle ich die Brioche auf die unterste Schiene im Backofen. So sieht sie fertig aus. Zur Brioche passt vieles. Süßes wie Marmelade, ebenso herzhaftes wie Pastete oder Leberwurst. Im Idealfall wird sie vor dem Verzehr noch leicht getoastet. Morgen um 18 Uhr wird euch der Kanal Cuisine Noël mit hervorragenden Rüblimuffins begeistern. Also aktiviert nicht nur die Glocke, sondern stellt euch auch den Wecker. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr unseren Kanal gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ihr könnt uns auch gerne auf Facebook oder Instagram folgen. Die Links findet ihr unten in der Beschreibung oder in der Kanalinfo. Vielen Dank für euer Reinschauen und ein fröhliches Osterfest.